Moin, hier ist Angelus, es geht weiter mit Ratchet & Clank. Wir sind hier mit Rivet immer noch auf dem, oder wieder zurück auf den säurezerfressenen Käferplaneten. Denn wir müssen hier eine kleine Nebenaufgabe machen. Das machen wir natürlich hier. Der Flugsdrache da vorne, dem geht's nicht gut, der braucht was zu futtern. Also besorgen wir ein paar Sorbsteine. 15 Stück muss ich finden. Mal gucken, wie schnell das vorangeht. Oh, Trudy. Ich weiß, Trudy, du magst Mods. Ah, danke, Rivet. Aber das sind nicht genug Zurbsteine für Trudy. Wieso suchst du nicht weiter? Ich habe auch noch gar keinen gefunden. Ich gehe da drüben jetzt hin und suche welche. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen hier zurück zum Let's Play. Hallo? Okay, sammle Sorbsteine für Trudy. Diese hier. Muss ich die schlagen? Ein Sorbstein. Ah. Genau, was Trudy jetzt braucht. Okay. Cool, hier sind doch so Ringe. Kann man damit später fliegen vielleicht? Mit dem Ding? Mit Trudy? Das sieht hier so aus wie so ein... Ne? Als ob man da durchfliegen könnte. Mit dem Flugsaurier. Das wäre nice. So. Okay, kann ich auch einen Käfer holen. Ich glaube, den muss ich auch haben, um darüber zu kommen. Da ist dann noch die nächste Insel. Aber hier den Sprung... Das schaffe ich nicht. Auch nicht mit Gleiten. Gib Gas! Ich steige aber hier schon wieder ab. Reit hier weg. Hier muss ein Flitzkäfernest sein. Ja, sehen wir uns um. Ja, auf der Insel ist eins. Aber ich hole erstmal die Sorbsteine. Wir haben schon fast alle. 12, 13, noch zwei da drüben. Da komme ich auch rüber gesprungen. War knapp. Geht aber. Du hast es geschafft, Rivet. Das müssten mehr als genug Zurbsteine sein, um Trudy wieder fit zu machen. Komm zurück zur Gelatonium-Fabrik, damit wir dir persönlich danken können. Woher weiß er, dass ich schon fertig bin? Hat er mich überwacht? Ja, da kann, nee, ich kann da auch mit dem Käfer rüberspringen von der Seite. Oh, fliegen wäre doch schöner gewesen. Okay, jetzt muss ich die Kurve kriegen, ohne dass der Käfer kaputt geht. So, nirgendwo gegen. Und Gas. Hui, durch beide Ringe durch. Habe ich was kaputt gemacht? Sorry, das war der Käfer. Kannte ich nichts für. So, die sind unberechenbar. Rivet wird jeden Moment mit den... Ich bin da. Trudy, da! Futter. Rivet hat dir Zupfsteine mitgebracht. Weißt du? Falls du noch mal mehr sammeln willst, würde ich diese Schutztruppenstiefel dagegen eintauschen. Ich markiere alle Zurbsteine der Gegend auf deiner Karte, falls du interessiert bist. Falls wir jetzt nachsehen wollen, könnte dieser Flitzkäfer ganz nützlich sein. Ah, ja. Okay, das. Sind ein paar Steine auf jeden Fall da. Wie viel muss ich denn fangen dafür? Hier gibt es noch mehr für dich, gar nicht viele. 8 Stück? Insgesamt soll ich 30 haben, aber ich habe ja schon 21, weil ich drüben auch schon alle mitgenommen habe. 24? Ich hungere. Mit leerem Magen kann ich weder suchen noch trainieren. Warum seid ihr denn schon wieder hier als Gegner unterwegs? Ah, Mist. Seid ihr die Kurvenlage von dem Ding? Die Waffe geht jetzt voll ab, wenn sie auf Maximum ist, ey. Mit 3 Schuss auf gleichzeitig. So, hier habe ich eben noch weitere Steine gesehen. Da. Komm, einen noch. Wir brauchen nur noch einen. Den haben wir jetzt natürlich nicht hier, ne? Jetzt muss ich wieder auf eine andere Insel, um den letzten zu kriegen. Da vorne waren noch welche drauf. Vielleicht muss ich gar nicht so weit weg. Wieder rauf. Ah, da ist auch einer. Hä? Ist das keiner? Hey, Rivet! So, hab alle. Magst du Schutztruppenstiefel? Du hast dir nämlich ein paar verdient. Bring die Zurbsteine vorbei, wann immer du Zeit hast. Mache ich. Hey, Mort. Erinnert dich die ganze Zurbsteinlieferung an irgendwas?
Du meinst unser erstes Treffen? Ich habe Lieferungen für die Gelatonium-Fabrik gemacht, um für meine eigene Bude zu sparen. Aha. Mann, das war echt brutal. Tja, seitdem ist viel passiert, Rivet. Und ich war immer froh, dass wir uns damals getroffen haben. Wir sehen uns bald. Wie lange kennst du Mort schon? Seit ich ein Kind war. Okay. Er ist, naja, etwas seltsam. Aber er ist ein echt guter Kerl. Okay. Aber nur der Mord, ne? Der Mord da hinten vielleicht nicht. Da liegen auch ganz schön viele Steine. So. Ich bleib jetzt bei den Gesprächen immer stehen, damit da nichts mehr abgebrochen wird. Ich will die alle hören. Oh, wow, sind das viele Zurbsteine. Ja. Damit gehören die Schutztruppenstiefel dir. Ha. Passt. Unsere Trudy hat immer riesen Hunger. Also, wenn du noch mehr Zurbsteine bringst, könnte ich dir noch diesen Rida-Spionbot geben. Oh, noch mehr. Oh, was hast du gesagt, Trudy? Du willst Rivet helfen, sie zu finden. Du hast sie gehört. Spring auf ihren Rücken, sobald du die Suche starten willst. Wir können doch fliegen. Mit Trudys Hilfe kann ich herausfinden, wo der Rest der Zurbsteine ist. Ich sag's dir, dem alten Mord wird's warm ums Herz, Trudy wieder so aktiv zu sehen. So kriegt man alles auf diesem Planeten hier. Mir fehlt ja auch noch der... Der Suchbot. Rüstungsteile habe ich alle. Und eine goldene Schraube. Aber es gab ja auch noch Inseln, wo ich nicht hoch kann. Zum Beispiel hier, diese hier. Und diese da. Da kann ich nicht hin. Ja, jetzt aber schon damit. Dann kriege ich auch noch die letzte Schraube. Dann kriege ich den Planeten fertig. Voll nice. Okay, die Truppstiefel. Die hier sind neu. Das hier sind die Schutztruppstiefel. Naja. Gefällt mir auch so gefärbt nicht. Da waren die anderen schöner. Waren das die hier? Ne, die hatte ich an. Die hier. Die sehen super heldenmäßig aus. So. Ein Bonus auch schon komplett fertig. Schaden durch Nefarius Gegner ist um 20% verringert. Nice, nice, nice. Okay. Mal kurz gucken. Oh, okay, ich muss 30 sammeln. Ich brauche insgesamt 60 dafür. Aber wir können fliegen. Okay, Kleine, los geht's! Oh yeah. Einstellung Flugsteuerung. Oh. Das Ding hat aber noch eine schlimmere Kurvenlage. Lass mich runter. Ah. Die landet dann immer nur auf diesen Nestern. Aber ich wollte hier den 10 haben. Einer nur? So wenig. Ist da drüben auch noch welche eigentlich? Ich komme gleich wieder zu dir. Ich wollte nur auf die Karte gucken. Nein, da ist nichts drauf. Nein, ich kann nicht rüber. Judy, hilf mir! Schade, dass ich dich nicht rufen kann. Rüberpfeifen wäre doch eine Idee gewesen für ein Reittier. Und ab geht's! Fliege ich mal auf die Insel, wo ich nicht rauf konnte. Hier nämlich. Ich frage jetzt, kann Trudy da landen? Aber da ist auch gar nichts, oder? Das ist die falsche. Nicht die, die ich meine. Dann ist es hier. Boah, das Ding fliegt sich aber auch echt schlechter als ein Bus. Da kann ich landen. So. Naja, ist ja nur ihr Kopf, den ich immer anditsche. Also Trudys Kopf. Wieso kann ich hier was kaufen? Hast du andere Sachen dabei? Wenn du es bei Miss Turcon kaufst, ist das Qualität. Ich habe ja alles. Da ist ja nichts Neues im Angebot. Neuen Guthaben, das lohnt sich auch nicht wirklich. Okay, aber hier könnte ich auf jeden Fall was finden. Ich weiß nicht, ob es die Schraube auch hier gibt. Da drüben ist ein Landeplatz. Und da ist das Rar-Dingsbums-Zeugs.
neulich. Ah, Mann. Von hier kriege ich das. So. Aber hier sind auch keine Substeine drauf. Aber ich habe jetzt das Teil. So. Vielleicht ist die Schraube sogar hier. Auf der Map ist sie nämlich noch nicht angezeigt. Die anderen kleinen Inseln werden, glaube ich, nicht so wichtig sein. Hier sind doch jetzt die nächsten Steine. Da, da ist auch noch was. Da drauf. Plus auch noch hier auf der Insel. Okay. Darüber fliegen wäre noch was. Wäre cool, wenn man den Planeten noch abschließen könnte. Fliegen wir los! Fliegen wir los! Ich markiere das mal kurz. Ja, richtig rauf, ey. Oh, voll die Bäume. Oh. Hey, Boss, wir haben so komische Früchte gefunden. Die haben da unten Substeine. Die Sache ist die. Die sehen echt lecker aus. Und die Jungs haben ewig nichts gegessen. Dummköpfe! Ihr könnt essen, wenn ihr den Lombard. Was macht ihr Idioten überhaupt hier? Weg hier von der Basis. Kommt noch einer angeflogen. Stufenaufstieg. Okay. Hey, die Früchte gehören uns. Dann holt ihr euch doch. Gehören euch gar nicht. Die Standard-Pistole echt voll stark, ey, auf Maximum, voll gut. So, ach, es ist immer nur einer, ey. Jetzt wären da auch mal mehrere Sachen drin, oder? Okay, jetzt habe ich diese Basis hier aber auch mal besuchen dürfen. Hier sind noch welche, ne? Da oben. Ich kann mich auch nicht so weit von Trudy entfernen, sonst kriege ich sie nachher nicht mehr zurück. Weil hier oben komme ich nicht rauf ohne die. Ganz brav, Trudy. Kann ich mit dir was einsammeln? Muss ja, oder? Wie soll ich das sonst hier kriegen hier? Ah. Man kann auch Feintuning machen. Kriegt das Ding aber nicht. Man kann ja hier nicht schießen oder so. Immer gerade hoch. Wie kriegt man das Teil? Von da komme ich ja auf die Basis drauf, aber eigentlich komme ich nicht höher. Da oben ist. Da ist die goldene Schraube. Die ist da in dem Ring drin. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich da hochkomme. Jetzt habe ich die Schraube gefunden, das ist schon mal gut. Guck mal, hier kann man auch mit Trudy landen. Ach, sie kommt dann auch hingeflogen. Das ist da super. Ist sie wieder. Das ist besser. Aber trotzdem, hier hochzukommen. Irgendwie kann ich mit Trudy, wenn ich mit Trudy fliege, das nicht einsammeln. Vielleicht kriege ich die 60 auch voll, ohne dass ich alle finden muss. Finden wir diese Zupfsteine. So, jetzt hol ich mir die Schraube. Die kriege ich aber. Die kann ich so einsammeln. Ja. Die habe ich. Hier auch überall Steine oben, Alter. Oh. Okay.
Man sollte nicht in Objekte reinglitschen. Mögen gar nicht. Das sind ganz viele Steine, die irgendwo oben weit. Dann muss ich doch die einsammeln können mit dem Vogel. Hey Trudy, fliegen wir los! Man hat ja sogar eine Markierung, also so ein Ziel. Von einem Trudy-Platz zum nächsten, um Soapsteine zu finden. Ja. Du bist witzig. Aber warum bringt ihr die auf so hohen Orte? Wenn ich die da nicht einsammeln darf oder kann. Oder ich zu doof bin, kann ja auch sein. Wahrscheinlich letzteres. Aber hier auch schon wieder. Hier liegen aber wieder einige zum Mitnehmen. Dann kann ich da landen. Und auch diese Insel da drüben, da war ich auch noch nicht. Konnte ich nicht rauf vorher. Hätte ich mal ein paar mehr. Landeplatz. Das sind Frösche. Die haben halt die gleiche Farbe aus der Entfernung. Ich verliebe mich, drehe ich hier nur um. Kann ich auch Kürbisse mitbringen? Da ist noch einer. Und hier, da hatte ich das nicht mitgenommen. Ach, das ist der da oben ist. Ja, super. Beim Riss da hinten war ich schon drin. War so, als hätte ich das da schon mal gehabt. Aber so siehst du auf jeden Fall nochmal schöne Sachen von dem Planeten. Ey. So, war kein Substein, aber auch wichtig für mich. Für meine Waffen-Updates. Checken wir jetzt nochmal ab, was da drüben auf der Insel ist, wenn ich da irgendwo landen kann. Da ist sie wieder. Und ab geht's. Andere Seite. So, mal gucken, ob wir da drüben irgendwo landen können. Da ist nämlich auch noch so ein Wandlaufteil. Okay. Aber nicht so. Fliegen wir los! Kannst du viel an der Hand rüberlaufen? Guck mal hin, das ist überall. Kein Landeplatz, aber auch nichts wirklich was zum Einsammeln. Also den drüben. Okay, dann fliegen wir doch mal nochmal in diese Richtung hier. Und da liegen noch ein paar andere Steine. Da kriege ich die 60 noch zusammen. Ich habe auch nicht mehr viel eigentlich.
hier oben, mitten auf dem Berg. Und Blitzstein dann alle Ecken weg dann. Wird nicht automatisch mitgenommen. Da unten liegen noch einige Sachen. Weg da hier rüber. Dass ich auch nicht so abspringen darf. Einfach. Hey, Trudy. Bist du flugbereit? Ganz brav, Trudy. Hier der nächste Landeplatz. Da unten liegen auch noch Steine. Hier im Wald. Da ist ein altes Raumschiff. Also darf ich hier nicht landen? Oder ich muss zu Fuß hinlaufen. Hallo. Da kann ich, komm ich auch zu Fuß, ne? Lustig, dass hier überall Käferplätze sind, aber kein Landeplatz gerade. In dem Gebiet hier. Da oben. Das ist hier, wo ich gerade gestartet bin, ne? Vorsicht, Fliege, Käfer. Au! Das ist so zufrieden hier. Ich bin auf richtiger Mission. Hab wieder einen. So, dann müsste ich ja hier. Guck mal, da sind auch noch welche. Die knurrt jemand. Das hier. Aber immer noch 20, das ist ganz schön hart. So, aber guck mal, hier habe ich alle. Hier sind keine mehr. Hier sind hier noch. Da hinten noch. Gibt viele Bereiche, wo einfach keiner ist. Der ist ganz weit oben, der hier ist auf dem Felsen. Und der auch. Waren der hier auch? Waren die auch oben? Vielleicht hier die beiden nochmal gucken. Da. Hier sind auf jeden Fall Landeplätze überall. Hier sind ganz schön viele auf dem Haufen. Da könnte ich viele kriegen. So. Leute, ich werde einfach mal ein bisschen rumfliegen. Müsst ihr euch das hier nicht noch geben, wie ich mich blöd anstelle, die alle zu finden. Gerade weil ich die oben nicht einsammeln kann. Voll komisch. Vielleicht muss ich mir noch. Also, ich habe alle Knöpfe durchgedrückt. Kann aber von oben irgendwie nicht schießen oder auch. Also gar nichts. Ich kann nur fliegen. Mal schauen, ob ich da noch was rausfinde. Ansonsten sammle ich erstmal alle aus. Alle ein, die hier noch so rumliegen. Und dann holen wir uns dann vielleicht in der nächsten Episode dann den Informationsbot. Den will ich auf jeden Fall haben, weil. Am Ende soll man da ja einen coolen Bauplan bekommen für eine Waffe. Also, machen wir in der nächsten Folge weiter hier mit Ratchet & Clank. Trotzdem, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, wir konnten den Planeten immerhin mal von oben sehen. Ja, ist schön, da mal rumzufliegen. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.